PowerGen Asia 2015, Bangkok. Bangkok, die Hauptstadt Thailands, ist zum wiederholten Male Gastgeber der ASEAN Power Week, in deren Rahmen auch die 23. Ausgabe der PowerGen Asia stattfindet. Mit knapp 8000 Besuchern, davon fast 1000 Konferenzteilnehmern, ist dies die wichtigste Veranstaltung für die Energiebranche in Südostasien. Gerade hier wächst der Energiebedarf stetig und so wundert es nicht, dass die alljährlich von Panwell organisierte Konferenz mit begleitender Messe weiter zulegt. Dabei wird das Thema Renewable Energy auch in Asien immer wichtiger und so lautet das diesjährige Motto Investing in a Sustainable Tomorrow. Panwell bietet der Energieindustrie eine globale Plattform mit Fachmedien und Kongressen sowie Messen für nahezu alle Märkte der Welt. Das entspricht auch den Wünschen der zahlreichen Aussteller. Rund 230 von ihnen präsentieren dem interessierten Publikum die neuesten Konzepte und Lösungen. Sei es Turnkey für neue Projekte oder die Verbesserung bestehender Anlagen. Der Bedarf, nicht nur in Asien, ist riesig. So kommen knapp 3/4 der Besucher aus der ASEAN-Region. Allerdings zeigt sich hier auch die internationale Bedeutung, denn die Gäste kommen aus 73 verschiedenen Ländern und vertreten alle Kontinente. So präsentiert sich Siemens hier erst recht als globaler Player, wenn es um die Zukunft der effizienten Energieerzeugung und Übertragung geht. Ist doch davon auszugehen, dass in der Zukunft Strom die Hauptenergie sein wird. In sämtlichen Bereichen des privaten Lebens, ebenso wie in der Industrie und erst recht im Verkehr. Erneuerbare Energien werden dabei eine entscheidende Rolle spielen. In Verbindung mit neuen Speichermöglichkeiten und intelligenten Netzen werden sich immer mehr Möglichkeiten eröffnen. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wie die Energiesysteme der Zukunft aussehen werden. Die Entwickler stellen aber mit ihren Innovationen und Technologien die Weichen für eine künftig zuverlässige, effizientere und umweltfreundliche Energieversorgung. So herrscht gerade bei Siemens sehr viel Betrieb am Stand. Innovative Konzepte werden nicht nur in Fachvorträgen im Rahmen des Kongresses vermittelt, sondern auch direkt von den Entwicklern im Rahmen eines Expert-Centers auf dem Messestand. Darüber hinaus stehen qualifizierte Spezialisten aus vielen Ländern zur Verfügung, die den fachkundigen Besuchern die jeweiligen Details erklären und die sinnvollsten Optionen für deren Anwendung anbieten können. Dabei erstaunt es nicht, dass auch zahlreiche Medienvertreter und TV-Stationen sich hier die neuesten Informationen für ihre Zielgruppen holen. Natürlich ist Siemens nicht allein in diesem Markt. So stellen auch andere Player ihre Konzepte vor. So kann man feststellen, dass sich hier in Asien auch zahlreiche andere bedeutende europäische Unternehmen und Marken präsentieren. Viele bekannte Zulieferer davon aus dem deutschsprachigen Raum. So unter anderem die Andritz Hydro, aber auch BFI Automation oder die Durag-Gruppe, die mit ihrem Portfolio hier vertreten sind. Mit MAN und MTU sind Marken vertreten, die man auch aus anderen Branchen kennt. Darüber hinaus sind auch viele weitere wichtige mittelständische Unternehmen präsent. So haben die qualifizierten Fachbesucher eine optimale Möglichkeit, sich überall ausführlich über den aktuellen Stand der Entwicklung zu informieren. Veranstaltungen dieser Art sorgen dafür, dass ein reger Informationsaustausch zwischen Entwicklern, Spezialisten, Anbietern und Nutzern stattfindet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die sinnvollsten Lösungen durchsetzen. Veranstalter und Aussteller sorgen in jedem Fall dafür, dass sich die Teilnehmer neben den Fachgesprächen auch zum Messeschluss hin in geselliger Runde noch zu Gesprächen treffen können. Dabei denken viele sicherlich an die Zukunft und sind gespannt, wie sich unsere Energieerzeugung weiterentwickelt. Eines ist dabei sicher: Panwell wird auch in Zukunft den entsprechenden Rahmen für die Branche bieten. Die nächste PowerGen findet in den USA in Las Vegas statt und die kommende PowerGen Asia nächstes Jahr in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas.